bin Eka Moses und ich bin Jüdin. Ich komme aus Georgien und seit 21 Jahren wohne ich in Nürnberg. Bin auch hier mit meinem Mann gekommen. Und habe studiert hier. Zuerst mal klar Deutschkurse gemacht, dann studiert an der Fachhochschule hier um Informatik. Habe zwei Kinder. Große ist schon 21, kleine ist 11. Unsere Chanukia, wir haben in Deutschland die gekauft. Das war unsere so erste, da gab es nur ein einziges Laden in Nürnberg. Wir wussten nicht, wo das ist, aber wir, irgendwie mein Mann hat irgendwie rausgefunden, dass es gab so am Außenplatz so ein kleines Laden. Und da haben wir diese Chanukia, das war erste Chanukia gewesen, die ist seit so 21 Jahren schon alt. Und das ist halt diese Stern aus Georgien noch, das hing im Zimmer von meinem Mann als Erinnerung. Mein Papa kommt aus der Ukraine und bis 20 Jahre habe ich dort gelebt. Ich habe auch studiert dort, angewandte Mathematik und Computerwissenschaften an der Uni. Das Leben dort war ganz anders wie hier, muss ich sagen. Was mein jüdisches Leben betrifft, dort, bin von kleinem Kind so jüdisch aufgewachsen, weil dort hatten wir in Georgien Freiheiten, unsere Traditionen und Religion auf jeden Fall zu pflegen. Daher war das, ich hatte schöne Erinnerungen gehabt, weil unsere Synagoge war auch in der Nähe von meinem Zuhause. Wir konnten zu Fuß laufen, auch so einfach. Mit Kindern, mit meinen Freundinnen, die nicht Juden waren, sondern Christen, auch Muslime. Das sind immer, war sehr immer interessant, zuerst mal in die Synagoge reinzugehen, dann in die Kirche, dann in die Moschee. Und diese Vielfalt hat mir gefallen, Zusammenleben von wirklich drei großen Religionen in Frieden, wirklich in Frieden. Wir haben diese Zeit, ich habe diese Zeit genossen, weil wir kannten auch andere Religionen, andere Feiertage, haben auch mitgefeiert. Auch in vielen anderen Städten und kleinere Städten und auch sogar ganz, ganz kleinen auch gab es Synagogen. Weil Ursprung georgische Juden geht zurück zum 5. Jahrhundert vor Christus. Damals gab es auch keinen Nachnamen und die kamen aus, weiß man genau nicht, aber aus Israel oder aus Iran, Irak. So nach 1990, als die Sowjetunion halt zerfallen ist, das war sehr schwierig. Vor allem in Georgien hat sehr, sehr hart getroffen. Wir hatten im Winter auf einmal kein warmes Wasser gehabt und kein Gas oder keine Heizung mehr. Und auch kein Strom. Strom war sehr auch sporadisch. Und wir haben wirklich sehr schlechte Situation gehabt. Georgien, glaube ich, war wirklich am meisten oder am härtesten getroffen. Irgendwie wussten wir, okay, sehr viele sind nach Israel ausgewandert. Meine Verwandten zum Beispiel, fast alle von Vaterseits nach Israel, von Mutterseits nach USA. Und ich wusste, irgendwann will ich auf jeden Fall nach USA. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Das war in der Synagoge gewesen. Wir wollten Matzot kaufen für unseren Pessachfest. Und danach haben wir uns kennengelernt halt. Und da wollte er nach Deutschland ausreisen, was mich absolut halt stutzig gemacht hat, weil ich kannte nicht, dass man als Jude nach Deutschland auswandern darf überhaupt. Weil es gab keine Werbung oder man hörte das nicht. Man hörte nur nach Israel oder nach USA. Da hat er irgendwie gehört, dass wohl tatsächlich konnte man nach Deutschland ausreisen. Und dann hat er irgendwie Papiere gemacht und dann sind wir geheiratet und dann bin ich auch nach Deutschland mit ihm ausgewandert. Opa und Oma, die wohnten damals schon in Israel. Die haben nicht verstanden, wieso ich nach Deutschland jetzt ausreise. Ehrlich gesagt wollte ich auch nicht unbedingt, aber dadurch, dass Michael
Ja, das war schon erledigt. Er wollte unbedingt nach Deutschland und ja, musste ich auch mit ihm, klar. Aber Reaktionen waren auf jeden Fall von meinem Opa, aber eher von älteren Menschen halt, von Junge oder von meinen Freunden oder nee, gab es kein Negatives, nichts Negatives, die haben sich für mich gefreut. Aber ältere Menschen haben schon reagiert. Man sieht schon den Unterschied zwischen alt und jung, weil die jungen Menschen eher. Auch klar, Geschichte darf man nicht vergessen und darf nicht vergessen werden, auf keinen Fall. Aber die jungen Leute haben eher andere, die sind eher offener halt gegenüber. Klar, die Ältere haben miterlebt und klar, das ist eher schwierig halt zu vergessen oder zu vergeben auch. Was mich total überrascht hat hier, als ich hier kam, ich trage immer meinen Davidstern von Kindheit. Und ich sage immer, dass ich Jüdin bin. Das ist für mich, ich bin stolz drauf. Ich war immer stolz drauf. Als kleines Kind war ich stolz drauf. Hier habe ich die Menschen getroffen, die auch Juden sind, aber die total haben Angst oder schämen sich. Ich erinnere mich, erste Reaktion war, wieso trägst du die Davidstern? Und ich, ja, wie jetzt? Wieso nicht? Hast du keine Angst? Das war die Frage. Das hat mich total überrascht. Ich habe gesagt, wieso soll ich Angst haben? Ja, wie jetzt? Du hast keine Angst, dass du so offen das trägst? Die Leute haben wirklich Angst. Und ich kenne sehr viele davon. Wirklich sehr viele. Und das ist für mich, ich verstand nicht wieso. Vielleicht gibt es Grund dafür. Vielleicht die Leute, die aus, ich bin aus Georgien, aber. Es sind sehr viele aus der Ukraine, aus Russland, aus verschiedensten anderen Ecken, wo auch Antisemitismus war, wo die Angst hatten. Die konnten auch nicht ihre Religion so leben, wie ich gelebt habe. Und sehr viele davon auch ihre Traditionen oder diese Feste gar nicht miterleben konnten, weil dort dieser Antisemitismus herrschte. Manche haben gesagt, es gab keine Synagogen oder es gab Synagogen, aber man hatte Angst, dahin zu gehen. Oder die haben diese Feiertage nicht gefallen, wie ich das zum Beispiel, weil ich habe festgestellt, wir sind sehr verschiedene, obwohl wir alle Juden sind und auch aus Sowjetunion kommen, auch eine Sprache sprechen eigentlich. Aber dass es so viel total unterschiedlich gelaufen ist in diesen Sowjetunion-Zeit, das wusste ich nicht, weil wir konnten frei leben, auch in Aserbaidschan konnte man frei leben, aber nicht überall. Und daher haben die Angst einfach und die auch diese jüdische Identität hier nur erst mit dieser Gemeinde von Nürnberg angefangen haben, sich zu identifizieren, angefangen haben, diese Traditionen kennenzulernen überhaupt, weil die kannten das überhaupt nicht. Das finde ich wirklich sehr wichtig, dass diese Bindung zu diesen Gemeinschaften die Kinder haben. Das ist das, wieso wir noch eigentlich unser Volk nicht ausgestorben ist, weil wir haben das alles weitergegeben und das ist auch sehr wichtig, an unsere Kinder weiterzugeben, an unsere Enkel weiterzugeben. Weil sonst wäre unser Volk wirklich ausgelöscht, weil das durch so viele, wenn man die Geschichte jetzt so schaut, ich glaube nicht, dass es ist halt wirklich, diese Geschichte ist voll mit Pogromen, mit ja, nicht schönen Sachen halt, aber wir leben trotzdem, obwohl sehr viele von uns, ja, einfach ermordet worden. Daher ist es uns wirklich sehr wichtig, das weiterzugeben. Diese Reisen, diese Treffpunkte, das ist total, damit es weitergeht mit uns, ja, mit unserem Volk. Das ist aus dieser Perspektive, sage ich, wir müssen jetzt nicht geschlossen sein. Ich bin immer offen. Wie gesagt, das ist für mich auch in meiner Arbeit. Ich weiß nicht, nach wie viele Tage habe ich gesagt, dass ich jüdisch bin. Und das war so eine Neugier.
Sogar meine eine Kollegin hat die jüdische Zeitung, dann halt bis heute hat er das halt jeden Monat kommt das. Und er hat total damit sich beschäftigt, mit den Geschichten von Juden und sowas. Das war so interessant. Ich habe sehr viel Impulse auch hingegeben. Und ich sage immer offen, ehrlich und ich habe keine Angst zu sagen, dass ich Judin bin. Und daher auch meine Kollegen alle immer oder überall, wo ich komme, ich schreie nicht, dass ich Juden bin, aber wenn ich Gelegenheit habe, wenn die fragen mich, wie kommst du oder so, ich bin ganz offen halt. Und das macht wirklich, weil diese Interesse wecke ich auf und ich werde immer gefragt, dann vor allem in der Arbeit, ja. Und ich habe sehr viele Gespräche geführt damals, weil das war total für denen interessant. Ich war wirklich die Einzige, die sagten zu mir, du bist die Einzige, die ich jetzt so, ich wusste nicht und wie ist das und überhaupt. Und ja, das fand ich wirklich super. Ich habe gern erzählt, auch über mein jüdisches Leben und wie ist das, jüdisch zu sein, dass das ganz andere dann Bindung entsteht. Nicht so wie vom Fernseher irgendwie hier Antisemitismus oder sowas, sondern als Mensch dich einfach, ja. Und dann halt, er spricht drüber und ist ganz locker, ganz total nett. Und ich freue mich über diese Gespräche. Pessach, als Kind habe ich drauf, das war nach meinem Geburtstag, das ist Lieblings, sogar neues Jahr oder Weihnachten, das war einfach mein allerliebste, weil da gab es Mazot und da gab es drauf Harasoti, das ist halt die Mischung aus Walnüssen, Sultaninen, Mandeln und noch Walnüssen und Haselnüssen. Das mochte ich als Kleinkind wirklich sehr und alle Freunde haben auch darauf gewartet. Wir haben wirklich von Mazot 40 Kilo immer gekauft, weil wir mussten an unseren Nachbarn austeilen, an Freunden austeilen, weil die haben alle, nicht Juden, klar, Christen, Muslime haben auf diesen Feiertag von uns gewartet, weil das war lecker, es gibt was. Und wir haben immer aufgeteilt und das war 8 Tage lang diese Freude vor, das zu essen. Ich mache auch selber Harasot. Wir machen verschiedene, was ich gelernt habe hier aus verschiedensten Ländern, machen das sehr unterschiedlich. Ich mache das aus unserer georgisch-jüdischen Art und Weise, diese Mischung. Und das habe ich auch meinen David, das ist bei uns, wenn wir das machen, ich mache das mit Kindern zusammen, auf jeden Fall. Alle helfen mit, auch Michael hat dafür so ein Elektro gekauft. Weil damals haben wir das damals musste er mit Hand das machen. Und dann hat er gesagt, nee, jetzt reicht mir. Wir waren also 2 Jahre in Deutschland. Nee, ich mache das Elektro. Ich habe ja, wie Elektro? Mit Hand ist doch. Ich kann doch nicht 5, 6 Kilo von den ganzen 2 Jahren. Ich bin schon müde davon. Und wir machen das wirklich zu Hause. Kinder helfen mit. Jetzt Lisa kann jetzt auch. Und daher, das ist so wie Tradition bei uns, dass wir diese Harasot zusammen machen. Das ist wirklich sehr wichtig für mich, auch das weiterzugeben. Agada, das ist die Erzählung von dieser ganzen Geschichte in kurzer Form, wie aus Ägypten wir ausgezogen sind. Und wir immer lesen das. Und das ist wie jetzt für Christen Weihnachten, finde ich. Weil das wird wirklich diese Geschichte erzählt. Immer wieder dieselbe, aber trotzdem. Und es wird schon so immer am Tisch und immer nur Familie. Und das ist wirklich für mich so ein wichtiges Fest. Ich würde sagen, dass wir müssen mehr in diesen Medien mehr Präsenz haben. Hier jüdisches Leben, hier, es gibt Deutschland so viele und aus verschiedenen, vielleicht Ländern mit verschiedenen Geschichten, auch Deutsche, die hier in Deutschland, die deutsche Juden auch zum Beispiel, es gibt schon die auch. Dass die mehr irgendwie nach öffentlichen, so offen irgendwie werden und halt auch aus anderen Ländern genauso, dass wir Signal setzen müssen, dass die Leute wirklich offen darüber reden, halt, dass die jüdisch sind. Wenn es
passiert, dann wird das ganz anders. Das werden wir nicht über Antisemitismus sprechen mehr. Weil was ist Antisemitismus? Dass die Leute kennen die anderen nicht. Die haben irgendwelche Vorurteile, die, keine Ahnung, aus Geschichten oder Geschichtsbüchern oder aus Märchen oder aus irgendwelchen Quellen. Und dann geben die den Kindern weiter das alles. Und wenn du aber den Mensch kennenlernst, wie die, das ist auch genauso Mensch mit vielleicht anderen Traditionen, aber die haben Mazot zum Beispiel, die sehr lecker ist. Zum Beispiel, so war beim Christen, die haben unseren Feiertag genauso gewartet wie wir. Und das fand ich wirklich super. Weil die wollten halt, die standen halt so klein, wir waren im Kleinen. Ah, cool, hier. So kennenzulernen, nicht einfach, sondern wirklich, dass die halt wirklich kommen zu uns und dann halt schauen, essen und das ist ganz anders dann. Über schöne Sachen zu sprechen, über Feste, über unsere halt wirklich schöne Gemeinde hier, finde ich, wo ich sehr viele Freunde gewonnen habe, weil fast alle meine Freundinnen kommen aus Gemeinde und unsere Kinder, die sind auch befreundet. Da freue ich mich, weil das geht weiter. Und ich glaube, wenn die Menschen uns kennenlernen, das ist diese, wie ich schon gesagt habe, wie es in Georgien war, dass wir, das war nicht irgendwie Exotik, jetzt Jude zu sein oder Muslim zu sein oder Christ zu sein. Wir haben miteinander wirklich schöne Zeit gehabt. Wenn du einen Freund hast, der Jude ist, der Muslim ist oder der Christ ist, das ist eine ganz andere Wahrnehmung danach. Du fühlst dich auch genauso betroffen oder du kennst den Mensch oder du kennst deren Traditionen, Sitten und alles. Und das ist halt das, was ich finde in Deutschland, es soll mehr diese Treffpunkte geben, wo sich die Menschen begehen aus verschiedensten Religionen, sich kennenlernen. Und dann ist das ganz, die Wahrnehmung ist ganz anders dann.